Hallo, es geht weiter. Mit dem nächsten Intro. Ich denke, man kann sich denken, was jetzt kommt. Ui. Ich liebe diese Intros. What? Gute Nacht. Jo. Schlauer Drohnenräuber. Großbuggy. Das ist unser neuer Gegner. Ich habe mir eine Morphaxt gemacht, weil ich mir dachte, ja, momentan haben wir sowieso die Möglichkeit, recht viele Waffen zu testen, weil wir die noch recht einfach machen können. Und dann mache ich jetzt halt, ja, ein paar Waffen. Dazu jetzt auch die Morphaxt. Und wir können auf der Karte schon ungefähr sehen, wo der Kollege ist. Oben links. Weil der andere ist ja der Lagombi, den habe ich jetzt ein paar Mal besiegt, um diese Morphaxt zu machen. Weil ich da Lagombi-Ohren gebraucht habe und die sind doch selten. Doch etwas selten, aber nicht so schlimm. So, eigentlich sollte ich jetzt einen Cut machen, aber wir sind so nah dran. Sag mal, bist du dumm, Wolfi? Egal, wir sind so nah dran, ich glaube, da muss ich keinen extra Cut machen. Ich glaube, da können wir einfach gleich zum Großbuggy hinrennen und ihn auf die Klöten geben. Hoho. Großbuggy, hallo, da bist du ja. Schauen wir mal, wie gut ich mich mit dem Morphax anstelle. Ich meine, irgendwie verbessere ich mich mit keiner Waffe, wenn ich ständig die Waffe wechsle, glaube ich. Aber es ist nicht so schlimm. Oh, ich habe gerade... okay. Ich wollte gerade aus irgendeinem Grund diesen Langschwert-Ausweich-Move machen. Aber da geht hier natürlich nicht. Was denke ich denn? Na, du? Komm her! Boom! Ich werde am... Oh, nicht davon erwischen lassen. Ich würde natürlich sehr gerne meine Morphax aufladen. Und das hier kurz einsammeln. Danke. So. Boom! Die Morphax hatte... in World jedenfalls, an sich den theoretisch höchsten Damage Output übrigens. Wobei man natürlich nie wirklich dazu gekommen ist, den wirklich zu nutzen. Weil der Gegner dafür halt einfach komplett stillstehen müsste. Und so einfach ist es dann wohl nicht. Und? Auf ihn drauf! Da! Boom! Den Move gibt's immer noch. Nicht schlecht. Ja, es gibt so ein paar Tricks mit der Waffe. Und, ach ja, genau. Das ist ja voll nice. Man hat ja jetzt immer noch die Aufladung im Axtmodus. Oh. Schnell. Oh, oder so. Das war knapp. Ja, man hat dann immer noch die Aufladung im Axtmodus, was ziemlich nice ist. Weil jetzt gibt es auch einen Grund. Gibt es auch einen Grund, im Axtmodus zu sein. Noch einen weiteren Grund. Ganz am Anfang, als die Waffe rauskam, war Schwert ja einfach besser. Punkt. Einfach besser. Und mittlerweile ist es nicht mehr so. Was ich super nice finde. Man kann jetzt halt schauen, was einem mehr gefällt und so. Oder allgemein ein bisschen rumswitchen. Na, Großbuggy, kommst du? Der Großbuggy, ach ja, der war schon immer ein bisschen nervig, aber das ist okay. Na ja, renn ruhig weg. Sag mal, wer schießt denn da die ganze Zeit? Ist es der Doggo? Komm her. Ich muss mal schauen, ob man irgendwie den Doggo sagen kann, hey, lass die Kleinen in Ruhe, greif die Großen an. Das wäre natürlich ein bisschen besser, behaupte ich mal. Aber ja, der Großbuggy ist auch absolut kein Problem für uns. Ich
Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen gesprungen vom Thema her. Wir haben gerade fast 1 Uhr morgens. Ich wollte einfach Rise spielen, von dem her. Mache ich das jetzt auch. Auch wenn mein Gehirn ein bisschen am Arsch ist. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Genau, ich sollte mal schauen, was bist du? Oh. Boom. So ein Move. Ich glaube, der hat auch Super Armor. Was ganz angenehm ist. Schaden sollte man aber, glaube ich, in dem Move, bei dem Move trotzdem bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, Beute ist schwach. Das heißt, es ist fast kaputt. Nice. Na gut, du hast keine Chance, von mir wegzukommen. Boom. Ah ja, ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Was hier denn noch alles für Waffen spielen werde, kommst du her? Ich sammle noch kurz hier was ein. Was bist du? Oh. Wunderbar. Aber ja. Wir haben jetzt auch endlich mal eine Waffe mit grüner Schärfe, auch wenn sie nur sehr wenig hat. Das freut mich. Und es ist momentan auch gar nicht so einfach, Waffen mit grüner Schärfe zu bekommen. Es gibt noch die vom Groß Itsuchi. Und die haben halt, ja. Kaum Angriff dafür. Für die grüne Schärfe. Was ein bisschen traurig ist. Aber hey. Ich muss erst noch die nächste Ausrüstungsstufe freischalten. Oder Waffenverbesserungsstufe, was auch immer. Das sehen wir dann. Aber erstmal muss ich hier diese Key-Quests erledigen. Und? Es ist Zeit! Ja, es gibt Stress, Kollege! Ah, schon, er stirbt. Boom! Er hat sogar überlebt. Krass. So, was ist mein. Okay. Au. Ich will gern sehen, was mein anderes Skill ist, aber jetzt habe ich leider nicht die Weihwachs dafür. Bada bam, 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 geschafft! Wunderbar. So. Ja, war eine müde Folge. Tut mir leid dafür, aber ich muss einfach, ich muss zocken, ich muss zocken. Sag mal, kannst du bitte, danke. Ja, ihr wisst doch, wie das ist hier. Ja, Discord-Server übrigens in der Beschreibung. Und ich nehme jetzt erstmal keine Folge mehr auf. Das kann ich euch nicht antun. Da, da, da. Oh yeah. Oh ja, bisher macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Ich liebe die Details, wie gesagt. Wie schon mal gesagt. Und ich fange an, so ein paar Waffen zu machen. Habt ihr ja an den Folgen schon gesehen, was ich so alles benutzt habe. Ja, das wird schon was Feines. Alles klar, egal. Das war's dann mit dieser Folge und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.